die Schreibtrolle. Sascha, ja. Ja, hallo, grüß Sascha. Dich, ja, grüß dich. Sascha? Ja. Ich habe eine Frage, sag mal. Die Sascha, erstmal was anderes. Sascha, hast du ein Pflaster für mich? Was willst du? Ein Pflaster für mich? Ja, verblutet doch. Ja, guck hier. Leck dir ab. Okay, Sascha, was wolltest du mir jetzt sagen, Böses? Bist du damals als Kind so heiß gebadet worden? Nee. Das waren die Schläge gegen den Hinterkopf, die das so jetzt gemacht haben, wie jetzt ist. Ja, du bist nämlich voll daneben. Findest du? Ja. Findest du auch, dass ich verschwinden sollte aus dem Fernsehen? Ja, auf jeden Fall, die sollte man raustreten. Raustreten? Ja. Warum denn diese... Also, Sascha, guck dich doch mal an. Was? Deine Weste, die steht doch schon vor Dreck. Ja, aber die riecht. Ja, schönes Ding. Und mein Kamerateam, die riechen nicht gerne, stimmt's? Ja, nickt mal alle mit den Kameras, damit die sehen, siehst du? Die, neulich halt gewaschen mich, ja? Da haben sie gesagt, dann machen wir keine Sendung mehr mit dir, Peter. Tja, das ist dein Problem. Nee, das ist nicht mein Problem. Sascha, ja? Warum guckst du denn diese Sendung, wenn sie dir nicht gefällt? Weil ich gerade mal durchgeschaltet habe. Und schaltest du jetzt gleich wieder weiter? Nee, ich schalte gleich ganz und gar aus. Du verweigerst dich dem Fernsehen? Ja, logisch. Und das wagst du im Fernsehen live zu erzählen, Sascha? Ja, logisch. Na, wenn man keine Rechnung zahlt, keine Fernsehgebühren, darf man auch kein Fernsehen gucken. Zahlst du keine Fernsehgebühren? Nein, mach ich nicht. Bist du ein Betrüger? Ja, richtig. Mach mal die Fangschaltung an. So, los, Sascha. Mach an. Jetzt haben wir dich erwischt. Ja, ist ja nicht mein Problem. Jetzt bist du Dummkopf der Woche. Ja, bestimmt. Nee, ich muss mir jetzt erstmal abwaschen, da sind noch viele, viele Splitter. Pio, red du doch mal mit Sascha, so lange. Sascha? Ja? Was wolltest du denn? Och, das ist noch so ein Knallkopf. Bitte? Das ist noch so ein Knalltüte. Wo siehst du eine Knalltüte? Ja, da vor mir. Mech meinst du damit? Richtig. Hier, dann hast du noch was drauf? Ja. Ja, was denn? Ja, du bist ein Arschloch. Woher warst du das denn? Ja, weil ich das sehe. Bezieh das doch mal auf irgendwas. Putz dir mal deine Zähne, du hast Mundgeruch. Geil, das kannst du durch den Fernseher riechen? Ja. Du bist ja eine ganz große Nase. Ja, ich weiß. Was machst du dann? Gehst du so ganz nah an den Fernseher ran mit deiner Nase oder kannst du das auch schon aus der Entfernung? Nee, das rieche ich schon von Weitem. Und ist das ein ganz spezieller Fernseher oder bist du nur als Einzige dazu fähig, diese besondere Fähigkeit von dir zu geben? Ach, das geht dich gar nichts an. Bitte? Das geht dich gar nichts an. Das geht mich gar nichts an. Nee, richtig. Mach mich bitte nicht fertig. Ach, du bist doch so eine kleine Knalltüte. Ach, das schmerzt. Ja. Wie heißt du nochmal? Das geht dich gar nichts an. So heißt du? Kannst du mal sehen. Ich habe vorhin schon gedacht, wie ich heiße, kannst du mal sehen, wie doof du bist. Kannst du noch nicht mal den Namen merken. Tja, Peter wird gerade verarztet, hat sich vorhin verletzt beim Live versucht, die Brille neu zu richten und ich brauche einen nächsten Anrufer. Einfach direkt durch, keine Vorwahl. Hallo. Ja, hallo, wer bist du? Weißt du was, du bist ein durchgängiger Arschloch. Lass doch mal den Mann ausreden, ich genieße das ja auch. Oh, da ist schon der Star, kann ich wieder abgeben. Und der Pass. So, jetzt mal einen Applaus für Pio hier, für unsere Krankenschwester Pio. Danke, Pio. So, ab jetzt wird ein bisschen Schwung in diese Sendung reinkommen. Ich werde jetzt ganz ruhig. Oh, da kommen jetzt Angst. Auch ihr seid auch noch da. Ja, natürlich. Was hast du, was gemacht schon? Ich habe hier was, nein, das ist für mich. Oder was ist denn da? Da ist unsere Gitarre, ist ja schon da. Ach, die hast du jetzt überspielt, ja? Und wo hast du die Kassette dazu hier? Ja, die hatten die drüben. Knut hat mir die gegeben. Knut ist unser... Und das findest du gut, ja? Die, ja, da habe ich doch Rechte drauf, nicht du. Ja, ich bin verantwortlich für. Ja, nee, hier ein bisschen helfen hast du gemacht. Und seit Stunden sitzt du da hinten und kiffst und Kokain und das alles, ja. Du bist keine große Hilfe im Grunde genommen. Mit wem sprichst du? Ja, hier drüber, hallo. Hier ist Kinder. Hallo. Hallo. Ja, finde ich ganz schön scheiße, dass die alle über dich ablästern. Ja, finde ich auch. Das motiviert mich echt. Was? Ist die heiße? Ja, die haben alle keine Ahnung. Wie lange guckst du denn schon diese Show? Ach, erst ein paar Minuten, da haben die alle nur gelästert. Ja, und wo warst du um 12, wo ich angefangen habe? Ja, da war ich noch im Bett. Um 12 schon im Bett? Ja, klar. Wie alt bist du denn? Ich bin 14.
Da muss man schon um 12 im Bett liegen. Ja, natürlich. Wer wird deutscher Fußballmeister? Ne, ich stimme dir auf Fußball, weiß ich nicht. Und was stehst du denn? Auf Frauen? Ja, zum Beispiel und auf Fernsehen. Wer ist denn deine Top-Frau? Oh, hab ich nicht. Und wer ist dein Top-Fernsehmann? Ja, du natürlich. Nur ich? Ja, natürlich. Und nicht Harald Schmidt? Nee, den mag ich nicht. Warum magst du den nicht? Warum lehnst du den ab? Ja, der hat so dumme Sprüche. Nee, das hat er überhaupt nicht. Natürlich. Der hat ehrliche Sprüche. Nein. Machst du denn jetzt? Der macht nur dumme Witze. Können wir jetzt mal hier diese Erniedrigungsphasen mal bitte groß im Bild hier. Ah, küss ihm die Füße. Oh. Menschen, die mir jetzt gleich die Füße küssen werden. Oh. Esoterik ist erst um 12. Oh, schmeiß doch mal den Drogenkranken hier raus jetzt. Das ist ja peinlich. Bist du noch da? Ja, klar. Gewesen. Ich kann nicht Leute brauchen, die mich loben. Diese Sendung bringt nur Reiz für mich, wenn ihr mich beschimpft. So wie ich die Ossis beschimpfe. Ich mag Ossis nicht. Habe ich hier schon öfters mal gesagt. Frauen mag ich da zum Beispiel. Und ich mag auch deutsche Politiker nicht. Aber über die darf ich ja nichts sagen, weil Politiker letztendlich ja darüber entscheiden, ob der offene Kanal hier weitermachen kann. Und rüber. Peter, hallo. Ja. Ich wollte mal wissen, an der Blue Box, kannst du die auch synchron mit deiner Regie schalten, dass man die Regie im Hintergrund sieht? Du willst die Regie und die Blue Box sehen? Die Regie in der Blue Box. Die Blue Box in der Blue Box willst du sehen? Die Regie in der Blue Box. Guck mal, hier ist jetzt zum Beispiel auch eine Blue Box. Ja, die sehe ich. Die hier. Und ich meine, dass man... Und wenn du die hier, siehst du die auch? Ja. Und hier habe ich Haare und da siehst du die auch? Wunderbar, ja. Meinst du, ob man als Mann die Haare abrasieren sollte oder nicht? Ich finde das so ganz schick, ist in Ordnung so. Was? Ich finde das so ganz schick. Wie alt bist du? Ich bin 22. Findest du diese Sendung auch bescheuert? Doch. Was? Ich finde die Anrufer teilweise bescheuert. Findest du, dass ich rassistische Sendungen mache? Uff, ganz und gar nicht, ne. Findest du, dass ich frauenfeindliche Sendungen mache? Und wenn, das wäre auch nicht allzu schlimm, manchmal haben die Frauen das. Und magst du Ossis? Naja, ist so ein Streitthema. Hast du schon mal einen Ossi als Freundin gehabt? Ja. Und wie waren die? Die sind orgasmusfähiger, stimmt das? Dann kann ich leider nicht so... Doch, durch ihr ganze in der Schlange stehen, immer warten, 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 hat sich so ein Blutstau, hat mir meine Ärztin erzählt, im Becken immer gebildet. Aha. Und ist dann so quasi leichter gewesen, wenn da... Ich darf diese Worte jetzt um diese Zeit nicht mehr sagen, weil eben ja auch Kinder gucken. Aha, so. Aber du weißt, von was ich rede? Ja, natürlich. Wie bist du versaut? Tschüss. Oh, ist der versaut gewesen, wa? Ah. Ja, ich mach mal ein bisschen sauber hier. Hier, drei Kameras um mir rum. Das ist mir ja... Um mir rum. Peter Jährlich Show. Wow, das sind ja hier was... Ist ja irre, ist ja irre. Drei Zombies um mir rum. Mich rum. Scotty, beam me up. Scotty. Hallo. Hallo. Ja. Ja, hallo Peter. Hallo. Ich hab gehört, du hast ein bisschen was gegen Türken. Stimmt das? Ach, hau ab. Ich setz mich jetzt da rüber nicht mehr mit euch auseinander. Ich hab jetzt alles, was dazu zu sagen war, gesagt. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Wenn ich schlafen gehe, wird Schlafen übertragen, ist mir ja versprochen worden. Außerdem muss ich jetzt auch mal gleich wieder Drogen nehmen, sonst spack ich hier auch ab, Lurik. Nee, da ist Schamfund mit drin. Jetzt lebe ich und bin jetzt hier und du hast kein Schreibpapier. In deiner Trostlosigkeit dort zu Hause nimmst du dich mit unter die Brause. Und dann kommt der Regenmann und zieht dir die Hosen an. Oh ja, ich werde der Reimmaster im Fernsehen sein, wenn diese Kamera ist ein Schwein. Oh ja, da ist die Kamera. Oh ja. Da haben wir jetzt jemand an den Bildmischer, aber der müsste ja eigentlich Ahnung haben. Ist ja Kinder der Doofen. Guck mal, Kai, der macht das jetzt mit Absicht, dich dann nicht. Ja, jetzt, guck mal jetzt. Oh, das ist ein schönes. Das hat aber schön gemacht. Blue Box Hintergrund. Ich zeig mal eben Kai, ja? Was? Ich zeig mal eben Kai. Was ist das? Ein tierisches Profil. Ja, ich weiß. Das sagen viele Frauen zu mir.
dass ich auch ein ganz schöner Buddy bin. Nicht Bilder. Oh, ich mache jetzt selber hier Karussell. Macht Spaß. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Christian? Da ist irgendwo eine Kassette, wo 3 Stunden drauf steht. Siehst du die? Ja. Kannst du mal die Sendung erklären? Ja, doch. Oh. Hallo. Hallo. Wer ist da? Hier ist eine Mia aus Hamburg. Wie heißt du? Eine Mia. Wie Mia? Das ist ein Türken, das ist ein türkischer Name. Gut. Ja. Ich hab eben deinem Kollegen erzählt, dass ich die Sendung heute zum ersten Mal sehe. Ja. Guck mir die auch seit ein paar Stunden an. Oh. Nur den Sinn der Sendung habe ich irgendwie nicht ganz verstanden. Den haben wir nach 3 Jahren immer noch nicht verstanden. Den ja, Sinn dieser Sendung. Du bist nur am Schimpfen, lässt die Leute eigentlich gar nicht ausreden. Oh doch, ich habe, finde ich, in der letzten Stunde sehr viel mit Leuten geredet und habe die ausreden lassen. Natürlich, aber eben mit die Leute, wenn die denn dich anrufen und dann wird dann irgendwie geschimpft und dann knipst du einfach ab, lässt die Leute gar nicht irgendwie zu Ende sprechen und irgendwie den Sinn. Was ist das denn für eine Sendung eigentlich? Was denn das? Ja, ja, das soll erklärst Menschen, die nie beim Fernsehen anrufen würden, motivieren, mich anzurufen. Und das war's. Und dann beschimpfst du sie und dann wird aufgelegt, oder? Ja, das ist zum Beispiel sehr gut für meine Magengeschwüre, ja? Seitdem ich das mache, schlage ich mein... Was? Seitdem geht's dir besser. Seitdem geht's mir wirklich besser. Ich kann all meinen Frust hier auskotzen. Dann Bauch, alles raus damit und dann geht's dir toll. Seit wie vielen Stunden guckst du denn? Oh, bestimmt 3-4 Stunden schon. Und hab immer noch nicht verstanden, was das ist. Und warum guckst du, wenn du es nicht verstehst? Ja, ich glaube... Also jetzt musst du doch... Ich wollte endlich mal, was wird daraus werden? Also Hand aufs Herz, du musst mir doch dann zugestehen, dass ich dann schon im Grunde genommen etwas Geniales mache. Weil du guckst 4 Stunden und hast immer noch nicht begriffen, um was es geht, guckst aber trotzdem weiter. Und ich kann dir jetzt natürlich nicht sagen, um was es geht. Weil wenn ich dir sage, um was es geht, dann guckst du nämlich die nächsten 4 Stunden nicht mehr weiter, weil du das dann weißt. Dann hast du zwar 8 Stunden geguckt und weißt es trotzdem und jetzt und tschüss. Ja, es geht darum, euch die Kohle abzuzocken. Ihr seht da eine Nummer eingeblendet, 8100125. Kenner, die richtigen wahren Kenner unter euch werden wissen, dass das eine Nummer ist, die euch alle 3 Sekunden 12 Mark abzockt, werdet ihr auf der Telefonrechnung erleben. Guck mal, dich habe ich jetzt auch um schlappe viel Geld abgezockt. Das hat die vollkommen falschen Bilder. Jetzt kommt der auf immer mit den Bildern, wo ich mir nicht mehr kratze. Ja, weiß ich, jetzt könnte ich nur noch mein Büro. Oh, da war der Mut aber ganz groß, habe ich mir heute drauf machen lassen, zum Beispiel, bevor du eingeschaltet hast. Du da, Zaubermäuschen, die Sendung nicht begreift. Immer noch? Haben wir einen Anrufer? Weg? Sicher? Ja, rüber! Hallo! Kai, hast du diese 3-Stunden-Kassette gefunden? Ja, die haben schon lange wieder drin. Er hat sie schon lange wieder drin. Dann mach sie an, weil ich jetzt eine rauchen möchte. Mach sie an, eine rauchen. Und Ulf, blende die Raucherpause ein. Genau, Raucherpause. Halt, halt, noch nicht. Fax. Guten Morgen, Peter. Na, Peter, wie war die Nacht? Ich bin leider um 2 eingepennt. Na, sag, kommt heute am heutigen Tage noch Prollet? Und hast du Anna oder Tina noch nass Mikro gelassen? Na ja gut, ich würde es nur fair finden, die beiden auch mal reden zu lassen, aber das musst du ja wissen. Okay, ich muss Schluss machen, ich muss zur Kirche. Nein, musst du nicht, weil heute hier Kirchgottesdienst ist.
PS, meine nächste Radiosendung im offenen Kanal läuft wieder am Piep um Piep. Keine Werbung wie andere Nutzer. Speed Radio, yeah, the only one, but the Magic Peter Ehrlich Show, ah, the best. Ciao, Dennis. Okay, für diese Lobhudel-Heuchelei am 5.3. könnt ihr Dennis im Radio hören um 18 Uhr. Schaltet ein. Haben wir noch einen Fax? Okay, dann zeigen wir jetzt Einspielung, Raucherpause. Oh, oh. Das sind so die kleinen Auskickser, die ich manchmal kriege, wenn ich Sex haben will. Hallo Anrufer. Jo. Wie fandst du jetzt meinen Ausraster eben? Spitze. Ah. Ey, kann ich welche grüßen? Ja, warte. Warte einen Augenblick noch. Bereite dich schon langsam vor. Jo. Wie viel willst du denn grüßen? Einige. Gut. Mach. Darf ich dich was fragen? Wenn du diese Gesichter hier teilweise siehst, ja, was fällt dir zu den Gesichtern ein? Immer wieder. Weil Menschen sind das Interessanteste, was es gibt. Deswegen sitze ich auch hier. Strategisch hier, voll in der Mitte. Voll, ist also was von links kommt, was von rechts kommt. Ich habe alles im Überblick. Und welche Gedanken hast du, wenn du jetzt meinetwegen so... Warte, wir nehmen mal ein Beispiel. Ihn jetzt hier. Geschlaucht. Einfach geschlaucht, gestresst. Kein Bock mehr, ab nach Hause zu Mutti aufs Sofa. Und dann Bier trinken, Latschen bringen, Sportschau ja, gucken, es geht Fußball war gestern, aber... Ja. Also ist dann heute quasi der Tag Deutschland ja auch gewonnen. Zum Beispiel schon mal viel, viel freundlicher so, ne? Also... Kann innen und von vorne. Sollen wir jetzt mal vielleicht versuchen, was zu reißen so für dich? Ja, genau. Wir suchen jetzt eine, wir machen jetzt, wie heißt das bei ProSieben geht, ist das Ding? Ne? Wir machen jetzt eine Kopie von einer Fernsehsendung, von einem Sender, wo ja eben die nicht so gut machen, so direkt auf Leute nicht zugehen. Nicht 20 nicht. Stunden aussuchen erstmal, ehe sie dann eben senden können. Wir machen das spontan. So wie Peter, ne? Also. Ja. Ach, dann kennt er mich auch noch, ja. Nee. Doch, naja, aber wie findest du denn Peter Ehrlich Show? Teilweise super scheiße und teilweise genial. Das ist so, das ist wahrscheinlich so eine Tagesformgeschichte bei dir. Hat diese Sendung ein Suchtverhalten oder löst die... Sagen wir mal so, ich habe zu Hause 26 Programme und da zappe ich rauf und runter. Und manchmal bleibe ich da hängen und ich bleibe tatsächlich manchmal hängen, aber nur manchmal. Und ist dir das auch schon mal so gekommen, dass du über irgendwas gelacht hast und im Nachhinein hast du dir gedacht, mein Gott, über was habe ich da jetzt gerade gelacht? Ja, logisch. Also über Scheiße kann man ja auch lachen. Und aber du meinst dadurch, dass meine Tagesform nicht immer dieselbe sein kann, wie jeder pissnormal. Manchmal hast du wahrscheinlich schlecht geschlafen, oder? Ich weiß nicht, was das ist. Nee, das nennt man Biorhythmus. Dann stimmt der Biorhythmus nicht mehr. Nee, also manchmal ist es genial dumm und manchmal ist es dumm genial. Du bist auch der Meinung, dass diese Show jetzt endlich verdient hat, irgendwo mal da, wo es auch Kohle gibt. Nee, ich denke mir ja immer, der macht nur so einen Kram, weil er endlich darauf wartet, dass einer von den anderen 25 Sendern ankommt und sagt, Peter Ehrlich, das machst du jetzt bei mir und richtig fett mit Gage und mit Werbezeiten und nicht irgendwie auf die Private-Schiene. Und aber glaubst du mir jetzt nicht, wenn ich sage, dass ich Angebote hatte und die bisher noch nicht genutzt habe, weil sie eben halt sehr uninteressant waren, weil was ich da mache, garantiert keiner präsentieren wird, weil sie sich nicht trauen. Ja. Das glaube ich dir. Sag einfach jetzt, Peter ist PC, vollkommen korrekt. Nee, aber cool ist mir, hier, pass mal auf, das T-Shirt, ne? Ich habe gedacht, der trägt so ein völlig langweiliges Smiley-Ding. Dabei ist das Shutdown, verstehst du? Und das ist geil. Ach, Menschen, die mich gut finden, die meine T-Shirt-Auswahl klasse finden. Hast du gestern auch geguckt? Was denn? Peter Ehrlich Show? War die gestern? Die ist jeden Mittwoch. Ja, guck mal, ich habe keinen Überblick bei 26 Programmen. Ich verliere einfach das Konzept. Gut, dann merkt ihr jeden Mittwoch. Ja. Und im November musst du mal die Tageszeitung verfolgen, weil es da dann wahrscheinlich eine 24-Stunden-Peter-Ehrlich-Show geben wird. Auf dem Kanal. Und die Geschichte jetzt am nächsten Mittwoch hier. Was wir jetzt drehen wird, wahrscheinlich nächsten... Ja, nee, wird nicht wahrscheinlich, wird garantiert nächsten Mittwoch. Ja. Auf diesem Weg, hallo Hamburg. Und hallo Damen. Ja, wollen wir jetzt noch hier einen Aufriss machen? Hier sieht vielleicht schon mal... Vielleicht. Die setzt sich auch strategisch hier wichtig. Ihr trefft euch hier. Die Strategen von Hamburg treffen sich hier.
Gut, wir wollen mal weitermachen. Ja, war ein sehr nettes, interessantes Gespräch. Hast du jemals den Eindruck gehabt, dass wir dich verarschen? Nee, erstaunlicherweise nicht. Weil das ist eher zuhören, dann merkt man. Wenn Leute zuhören, dann merken sie, dass sie verarscht werden. Und dann könnten sie auch darauf reagieren, aber sie machen es ja meist nicht. Ich hab immer gedacht, wie lassen sich die Leute das eigentlich nur mit sich machen, immer? Aber sie hören nicht zu, das ist das Problem. Mir geht's gut dabei. Gut, klasse. Ja, ich bin begeistert. Dankeschön. Ja. Alles kaputt ist. Und ich habe was vergessen. Was hast du vergessen? Wisst ihr, was die Taz über mich geschrieben hat? Nee. City-Arschloch. Oh, Alter. Unglaublich. Ja. Ey, das geht doch nicht. Hast du jetzt ein Thema? Ja. Hau ran! Ja, du bist mein Thema. Ich bin dein Thema. Ja. Ja, weißt du, Peter, ich weiß ja nicht, wie lange gibt's denn jetzt deine hervorragende Sendung? Hast du die Sendung nicht von Anfang an gesehen? Natürlich, ja? Haben aber wir heute extra eine neue Schriftgenerator-Tusse gehabt, ja? Die hat er eingetragen, 90. Sendung, ja? Eine 9, eine 0 und 6. hinterher. Ja, das kennt man ja bei dir. Ich meine, man und jetzt weiß bist ja du nicht, einer, der nicht lesen kann. Da kann man dann wieder fragen, das Bildungssystem in Hamburg, ist das überhaupt richtig? Ja, ist richtig. Also ich habe auch diese beeindruckende Musik. Ja, ja, ganz ruhig. Also wie gesagt, wenn es deine 90. Sendung sein sollte, dann kann ich nur sagen, es ist echt, es hat uns bereichert. Also bis jetzt, ich habe jetzt viel dazugelernt und ich freue mich auch jedes Mal auf Donnerstagabend, wenn du wie kommst. Jetzt, du hast viel dazugelernt. Bist du jetzt einer, der auch jede Tusse haben kann, die er will? Nee, warte mal, eins wollte ich nochmal loswerden. Du willst was loswerden? Und zwar, das mit deiner Kamerafrau. Ja, was ist mit dieser Alten? Ja, und dass du dich da jedes Mal unauffällig ranmachen willst. Ich meine, bist du jetzt mit ihr zusammen oder versuchst du es oder was? Ja, heute fahre ich eine ganz neue Methode an. Heute leck ich das Studio. Warte, aber erst redet sie. Kann ich die Frage nochmal haben? Vielleicht kann ich sie dir ja beantworten. Ach so, nein. Hallo. Nee. Hallo? Ich meine, das stimmt doch, oder nicht? Dass er sich jedes Mal ganz, ganz unauffällig ranmacht. Und sein billiger Attrappen, sieh mal, das ist wieder ganz unauffällig. Nein, das... Guck mal, mit diesen Methoden versucht er sich jetzt als lieb zu stellen. Ja, ja. Und vor allen Dingen, guck mal, sowas kenne ich. Immer, da kannst du tun und... Das sieht das bei dir? Beeindruckt er dich? Ja, ich beeindrucke sie, ja. Lern erstmal Deutsch, du Spaddel. Hau ab! Rausschmeißen! Raus! Raus, raus, hat geklappt? Ist er raus? Und das Telefon kann antworten? Aber sie stehen doch jetzt gerade hier. Ja, was für eine Frage. Finden Sie, dass Tauben totgeschossen werden müssen, weil sie die Innenstadt verdrecken? Ja. Würden Sie, wenn Sie könnten, auch ein Schrotgewehr in die Hand nehmen und Tauben totschießen? Und vergiften. Und haben Sie da überhaupt kein schlechtes Gewissen dabei? Nee, das kam doch mal im Fernsehen, nicht? Das ist eine Schweinerei, dass die in München da eine halbe Million... Aber ist ja hier Hamburg. Das wird ja wohl genauso sein. Die kriegen da in München eine halbe Million und in der Nacht schmeißen die den Weizen raus, damit die Tauben sich vermehren. Und dann zahlen wir das zweite Mal von unseren Steuergeldern, ja, für die Gebäude, ja. Aber haben Sie auch der Meinung, dass in Hamburg zu viele Tauben sind? Ja, das habe ich heute schon gedacht, zu viele Tauben. Ja, haben wir auch gedacht. Danke, deswegen haben wir gefragt. Dankeschön. Ja. Wiedersehen. Die war mir nicht gewachsen, siehst du? Hallo, ja? Was? Ja. Ja, also, ja, junge Freunde, hier immer winken noch. Ja, ich finde das, also, dass man die Tauben in Ruhe lassen sollte. Ich meine, stört doch keinen. Nee, jetzt sind nicht Tauben dran, jetzt sind alte Rentnerinnen dran, die nicht mehr da sein sollen. Achso. Ja, jede Person eine andere Frage. Ja. Ich möchte nochmal sagen, die Regierung, die Verantwortlichen in München, die sollten wirklich privat mit ihren Geldern herhalten und sollten diese Millionen bezahlen, die an den Tierschutz bezahlt werden, für die Tauben. Das ist richtig. Können Sie uns jetzt noch einen Gefallen tun? Können Sie in die Kamera gucken und sagen, auch ich gucke Peter Ehrlich Show? Auch ich gucke Peter Ehrlich Show. Sehr selten. Und ich wollte Ihnen einfach mal die älteste Zuschauerin von mir zeigen. Ich habe sie gestern gesehen, zufällig, aber ich bin nur zu Besuch und deshalb sehe ich sie nicht. Ich höre das oft, dass die Leute zufällig hineinschauen, habe ich gerade schon mal gehört. Gestern und ich komme vom Bodensee, da gibt es das nicht. Ist schön, dass es so weit bei uns gibt, wa? Ja, es kommt immer darauf an, was Sie erzählen. Gut, es war sehr nett. Dankeschön. Mal, jetzt geht da mal rüber. Voll scheiße, wenn nur so eine Kranken rübergestellt werden. Da musst du dir mal ein bisschen Mühe geben, Kascha, ja? Hier sind so und so in letzter Zeit Sachen passiert. Die finde ich voll scheiße. Könnt ihr euch noch an den hier erinnern? Das Pio.
Rio hat letzte Woche da gesessen. Und da musst du dir mal vorstellen, da brüll ich den an und da zuckt der. Das war wie ein Aufbegehren, ich will das nicht mehr. Pio! Echt, das war früher, war das viel demütiger hier vom Team. Kasch hatte so eine lange Haare, hat gesagt, Haare ab! Und? Oder hier, Frederik, guck! Frederik, heute wieder 3 Minuten zu spät gekommen. Strafbank! Strafbank, bis 9:30! Und dann darfst du Kamera machen. Und der hier, auch du bist dran, ja? Sag Tag! Gut. Ich bin ein Anrufer. Außerdem, ich bin ja nicht aggressiv, wie kannst du sowas behaupten? Hallo, Peter. Hallo, Dummkopf. Nee, sag nicht Dummkopf zu mir. Das kann doch nicht angehen. Sei doch nicht so gereizt. Ich bin immer gereizt, so viel wie ich will, ja? Ey, hast du schlechtes Speed gekriegt oder so? Ich bin Fernsehstar, die kann mir das erlauben. Ey, bist du auf Koks, oder? Zeig mir deine Augen. Oh, Pille, ey, das kann doch nicht angehen. Du sollst nicht mal auf Pille sein. Ey, das ist die Pille. Nein. Das ist diese Mikropille, die hier so komische Blutbahnkrankheiten macht. Ja, das glaube ich nicht. Nein, du hast ein Thema. Ich habe kein Thema. Du. Warum hast du denn angerufen, du Schwachkopf? Weil du auf Trip bist, du Wichser. Was? Du bist auf Trip, du Wichser. Ey, Wichser war jetzt ein Piepwort und das bedeutet auch Wiedersehen. War mit meinem Team in der Stadt. Und da fangen jetzt die Probleme schon an. Mit deinem Team? Früher hab ich entschieden, wer Dummkopf der Woche geworden ist. Jetzt will das Team auf einmal mitreden. Na, der war ja auch ganz gut. Oder der. Also ihr seht jetzt 3 Dummköpfe der Woche, die das Team ausgesucht hat. Und nachher seht ihr einen Dummkopf der Woche, den der Meister ausgesucht hat. Und dann könnt ihr entscheiden, wer bessere Händchen dafür hatte. Hallo Anrufer. Haben wir noch einen Anrufer? Ja, Peter, du erzählst immer die Piepwörter, nicht wir, die Anrufer. Hab ich zu dem Anrufer Wichser gesagt, ich hab ihn mit Dummkopf betitelt. Ja, schon eben gerade wieder. Und auch in der Radioshow, wenn du da Musik machst und dann rufen Leute an. Du beschimpfst das so derbe, ey. Ich hab gestern angerufen bei dir. Und da hab ich nur gefragt, wie die Musik heißt. Und da hast du gleich Wichser und alles gesagt. Peter? Das warst du nämlich. Und auch früher in den Sendungen davor. Peter? In den Sendungen von 70 bis 80. Ich höre nur den Hände. Du immer die ganzen Schimpfwörter gesagt. Du hast voll recht. Und das finde ich nicht nett von dir. Peter. Okay, nur für dich mache ich das jetzt. Pass auf, was ich jetzt mache. Guck genau hin, ja? Nochmal? Ja. Hör auf, Peter, komm. Nochmal? Nein. Nie wieder Wichser sagen. Nie wieder. Nie wieder. Tschüss. Okay, Peter. Guck mal, Arbeitsmänner, Peter. Menschen zeigen, die um diese Zeit, Peter. Bei dieser Hitze, 1 Uhr, wo andere Menschen arbeiten müssen, einfach mal fragen. Dürfen wir Sie mal was fragen? Ja. Was stellt das dar? Peter? Ist das ein Degas oder ist das Picasso oder... Peter. Das ist ein Gabriel. Peter. Das ist Gabriel. Genau. Das ist einfach eine Idylle. Das kann an der Ostsee sein. Ein x-beliebiges. Jetzt kann man ja anhand dieses Bildes sehen, dass deine Jugend irgendwie scheiße war. Viele dunkle Ansätze drin. Das Meer, das ist vergänglich. Ebbe, Flut, immer wieder weg. Hat das damit zu tun? Willst du uns damit was sagen? Peter. Nee, es ist eigentlich nur ein Stillleben. Ein Stillleben. Und bringt das finanziell eine Menge ein? Ich habe gehört, so ein Straßenmaler 1700 Mark am Tag, kein Problem. Nee, habe ich noch nie gehört. Also auch Kollege ganz da vorne, also 1700 Mark am Tag. Ja, was bringst du wirklich ein? Also wenn ich mich von morgens wenn die Geschäftszeit anfängt um 9 bis um 6 hier hinstelle, im Schnitt. Ja, wir hören schon, das ist schon eine ganze Menge Geld, die da so rinkommt. Jetzt vielleicht noch eine ganz andere Frage, die auch wichtig ist. Ja, sehr interessant. Ich meine, sind ja auch ein paar Mark. Also jetzt aber eine ganz andere Frage. Haben die Probleme mit Mama angefangen? Inwiefern mit Mama angefangen? Ja, bei vielen Männern fangen Probleme mit Mama an. Nee, ich mach's einfach, weil es mir Spaß macht. Sie sehen einen jungen Mann, der mit seiner Mama keine Probleme hatte. Tatsächlich. Meine Mutter ist halt, ja. Ich meine, wenn wir schon über Mama und so sprechen, ja, meine Mutter ist halt ziemlich früh verstorben. Und ich bin ziemlich früh von zu Hause weg.
Also stand ich halt ziemlich früh auf meinen eigenen Beinen. Danke, danke. Okay, danke. Das sind Schicksale. Das sind Schicksale, die mich bewegen, die mich traurig machen. Ein junger Mann schreibt mit einem Bild seine ganze Hoffnungslosigkeit hinaus. Für 60 Mark. Danke, Deutschland. Hey, das ist Disco 95, extra für Peter Ehrlich. Heute Abend. Ja, Peter Ehrlich. Meister, König Bums und Dr. Van. Genau. Peter, mach jetzt kurz halt mal den Kameramann, weil der andere nämlich... Sag mal hey, sag mal ho, that is bro, a plat in the disco. Yo, ich bin der Junge aus der Plattenspieler und so seelig, ob es töte, wie Gazine, linke Dealer. Dort wo Schieben oder wie, weil ich spiel, wie uns im Norden, hey, das nicht Disco, sondern dann zur Belehrung. Okay, viel Platz in der Mikrofon, für die Juden Norden ist das schwer zu versauen. Wohnen an der Border kann so wie all, und da schnack mal nur mal so. Hör mal mit, so, hummel, hummel, was, was? Der Schiffmeister, Böhner, der anderen, wie toll ist mein Nature. Nordisch bei Nature, Nordisch. Nordisch bei Nature. Nordisch bei Nature. Yo, wait, Van, Jung, Jan, an der Bordekan von. Ist einfach wie so von vorn, gib mir immer Kohle an. Go, jeden Abend oben, es wird schon kaum erst durch, wenn er mir Geld ist. Wird man in der Tin, go, mir Hotel, select, wenn Body bin. Komm mir nicht an die Blöden, da kommt fix mal rum, um die, die Norden anzukicken. Wie uns da, es geht mal was los, oder die Dicken. Seh dir erstmal da, nimm Kim und Nord. Schmeckt dir das nicht, ist mir das auch schien egal. Du bist immer kurz schlimm, weil ich hätte dich nicht schlimm. Aber pass auf, du Schüffel, ich nehm dir auf die Schüffel. Nordisch bei Nature, Nordisch. Nordisch bei Nature, Nordisch. Nordisch bei Nature. Ich liebe die Schiffe, das Meer und den Hafen. Und ich liebe es lang auf Party, breit am Hefstreich zu schlafen. Ich bin ein Hamburger Junge und ich komm voll in Schwung, wenn ich hüpfe und spring. Und von Hamburg sing. Samstag ab, ein Küben und ein kühles Blondes. Und auf die Schnelle noch ne Fischbäckerstelle. Schon Zöllbäcker wusste, dass er Norden rockt. Und hat mit seinem Kanye gleich angedockt. Der hört richtig, heute ist Disco-Zeit. Warum? Weil alles nach Disco schreit. Und du fragst dich, ob der König das Versprochen hält. Ja, na klar, denn ich bin Nordisch bei Nature. Nordisch. Nordisch bei Nature, Nordisch. Nordisch bei Nature, Nordisch. Nordisch bei Nature, Nordisch. Neulich bei Peter. Neulich bei Peter, bei Peter in der Ehrlich-Show. Neulich bei Peter. War ich durfte Party, das mit der Gitarre hat mir viel getan, aber wir sind so reich und Popstars geworden, dass wir uns ja ohne Probleme eine kleine gesichtschirurgische Operation leisten können. Ich denke mal, das geht los. Das ein oder andere Auge ja, wird schon drin sein. Ich führe übrigens in meinem neu gekauften Haus in Pinneberg. Richtig? Ja. Wir sind alle reich, auch reich. Arrogante Arschlöcher. Richtig, Interview-Faul und blöde Arschlöcher. Und wir treten übrigens niemals unter 4000 Mark auf, damit alle Leute wissen, die uns buchen wollen, wird uns wahrscheinlich zu so teuer. Juhu! Wir teuer sind bei Major. Major. Teuer. Denn wir sind bei Major. Mir hast du keine Mama mehr? Natürlich habe ich einen Freund, der sitzt hier gerade neben mir. Oh, gib mir mal deinen Papa. Papi, willst du mal Peter sprechen? Er will nicht. Papi will nicht? Jetzt kannst du ja mal sagen, was ist denn Papi für ein kleiner Schweinefinger? Wie viel Taschengeld kriegst du denn? Sag mal. Kein. Wie viel Taschengeld? Ich krieg kein Geld. Irgendwie. Schlägt er dich noch? Nein, wenn ich Geld brauche. Mach ihre Sachen mit dir, die er nicht machen dürfte. Zum Beispiel Barbie-Puppen spielen. Machen Sie. Nein, mein Vater ist immer morgens weg und kommt abends wieder. Das ist das Schöne an Vätern, wa? Dass sie fast nie da sind, wa? Ja, das ist cool. Da hat man immer Staub. Hey, und jetzt frag doch mal deinen Papa, wenn du mich als Freund hättest. Ja. Würde er gerne mit mir mal spielen? Ja, er hört dir gerade zu. Der hört mir zu. Ja. Wie sieht er denn so aus mit seiner Jogginghose? Jetzt er hat keine Jogginghose, sondern er hat einen Jeans zusammen. Ey, du hast ja einen fortschrittlichen Papa. Ja, und einen sehr sportlichen. Sachen von Mama ab. Hä? Meine Mutter ist nicht da, die ist da arbeiten. Ja, so sind deutsche Väter, sitzen zu Hause. Warte mal. Komm, guck ja hier. Wilhelm König, und bringt dir euer Holzpillig das Feine aus. Mein Gott, du bist heute doch richtig krank. Heute wird mir nichts so teuer, morgen geht die Reise los. Ey, Alter, kannst du mir mal sagen, warum du kein Fußball guckst?
die Reeperbahn. Doch, du singen, Mann. Wenn du singen solltest, hängt sich das so aufgefordert. Du Arsch, ja? Bildest du dich? Frank, du wolltest doch jetzt befragt werden. Ja, stimmt. Der Europäische Gerichtshof hat heute entschieden, dass digitalisiertes Rindfleisch verboten werden soll. Findest du das in Ordnung? Was ist digitalisiertes? Was ist digitalisiertes Rindfleisch? Was können wir, wissen Sie, was digitalisiertes Rindfleisch ist? Ja, sehr gern. Von der Freibank. Und das soll jetzt verboten werden, weil diese Mikrochips das doch... Das ruhig essen von der Freibank, das ist doch billiger, das ist zweite Wahl. Nein, aber die Europäische Gemeinschaft sagt, das darf in Deutschland nicht mehr verkauft werden. Europäische Gemeinschaft ist sowieso scheiße. Wie kommen Sie? Die taugen nichts, die Europäische Wurstgemeinschaft nenne ich das immer. Wie lange haben Sie diesen Hass schon in sich? Ich denke ungefähr so, ich bin jetzt 75 Jahre und die Europäische Gemeinschaft, wie lange gibt es die? Ja, 38 Jahre. Ja, dann habe ich das auch schon 38 Jahre in mir. Aber wie lebt man 38 Jahre mit so einem Hass? Ich hasse das schon nicht. Ich sage nur die Wahrheit, wie ich darüber denke. Ich hasse das doch nicht. Würden Sie jetzt einen Schweinesteak extra essen, nur um der Europäischen Gemeinschaft? Ich habe überhaupt kein Schweinefleisch. Warum nicht? Weil ich das nicht mache. Wegen der Schweinepest? Nein. Ich esse nur Rindfleisch und Geflügel. Aber der digitalisierte Rindfleisch wird ja jetzt verboten. Das ist mir ganz egal. Trotzdem esse ich das. Da gehen Sie einfach über Gesetz hinweg? Ja, das macht doch nichts. Dankeschön. Ich habe die längste Zeit doch gelebt. Ich bin 75 Jahre. Und ob ich nur noch 3 Jahre lebe oder 5 Jahre, das ist doch vollkommen Schisco-Janno. Mensch, dann einfach vielleicht noch mal winken. Vielleicht sind ja historische Aufnahmen. Was? Einfach winken noch? Tja, hier, winken kann ich auch. Danke, das ist sehr nett, ja. Super, das sind ja spontane Sachen in der Stadt. Kommst du jetzt mal vielleicht weiter? Die Frau, gib mir mal eine Frau. Hallo Frau! Not the end.
says remember that death is not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. Haben wir einen Anrufer? Warum haben wir keine Anrufer? Warum ruft ihr nicht mehr an? Den nächsten, den ich seinen Fax verlesen könnte, und hier, ich kann euch schon zeigen, einige sind schon gekommen, wüsteste Beschimpfungen, nackte Frauen hat man mir geschickt und so weiter. Der nächste, den seinen Fax ich hier vorlesen kann, mach mal die Hintergrundkassette aus. Weil das ist nachher die Kassette, die wir noch als Einspieler zeigen wollen. Hallo? Aufgelegt. Die Aufregung. Ihr könnt ja jetzt mal Gitarrensolis und so spielen. Soll ich das mal machen? Ich gehe dann darüber. Hallo? Hallo? Hi Peter. Hier ist Alex. Hallo Alex. Alex? Ja? Hörst du mich? Ja, wo bist du denn? Warte, hier. Du bist ja so weit weg. Guck hier, Alex, ich bin jetzt Musiker. Was machst du denn für Mucke? Ja, not the end. The death is not the end. Das ist doch gut. Wie fandst du die Musik eben? Ja, die fand ich, naja, es geht so. Was machst du am Dienstag? Kommst du da ins Molotow? Ins Molotow? In, ja. in die Aftershow-Party der 24-Stunden-Sendung? Ja, das kann ich doch machen. Und das ist ganz irre, weil da kommen ganz viele Stars in Takeset. Zum Beispiel kommt nicht. Das ist gut. Aber Peter Ehrlich ist zum Beispiel da. Kennst du Peter Ehrlich? Alter! Schon wieder weg? Joy had been bound with electrical tape in her mouth, a gag. She'd been stabbed repeatedly and stuffed into a sleeping bag. In their very cots, my parents robbed of their lives. Hallo? 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 The same. Ey, du Wichser, du Hurensohn! And lies. They never caught the man. He's still on. He's done.
Hallo. 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 Hier ist Shahin. Wer ist da? Shahin. Sahil? Ja. Sahilzone? Ja. Ey, was kann ich für dich tun? Ja, hast du... Was? Rede! Dass ihre Sendung... Was? Dass ihre Sendung eigentlich ganz okay ist. Aber... Peinlich. Ist peinlich? Nein. Ich mach mich nicht aggressiv, echt. Nein, ich hab das hier nicht gemeint. Doch, du rufst hier an und lobst! Da muss Hass rüberkommen, Ablehnung! Wenn du sagst, das ist gut, dann mach ich das so weiter. Und dann gucken das noch mehr. Und dann muss ich zu so einem Privatfernsehen. Und da will ich nicht hin! Weil ich da nicht so schreien kann und spucken und alles Scheiße machen kann. Kann nur hier! Bist du noch dran? Ja. Gewesen? Ja. Echt du. Blöde Kinder! Ich muss immer wieder erwähnen, dass das eine Satire-Sendung ist. Muss ich erwähnen an dieser Stelle. Nicht, dass da irgendwas falsch verstanden wird. Das ist hier Satire! Und zwar live seit... Fast 10 Stunden schwitze ich hier für euch! Der Mann ist hier zu unfähig, meinen Kopf mit abzufilmen. Was sagen Sie ab? Der sind ein bisschen kreativ. Zeigen wir mal. Hallo! Anrufer! Ja, hallo, hier ist Jan Wienert. Wer ist da? Jan Wienert. Hallo Jan, was kann ich denn für dich tun? Ja, ich will ein bisschen mit dir quatschen. Über was? Über die Kirche, Mensch, ich muss gleich zur Kirche gehen. Über was? Über die Kirche. Wie, was, magst du die Kirche nicht? Doch, ich gehe da gleich hin. Warum denn? Du kannst doch hier gleich weiter gucken, weil hier jetzt gleich ein Gottesdienst stattfinden wird. Ja, dann gucke ich aber auf jeden Fall. Da brauchst du nicht in die Kirche gehen. Doch, ja, deshalb, dann bleibe ich hier und guck weiter, Peter Ehrlich. Nee, du guckst jetzt gleich... Kirche? Ja, bei Peter Ehrlich, oder? Gottesdienst, ja. Freie Predigt aus freien Stücken. Ja. Ohne Geld, ohne Kollekte. Natürlich. Und deshalb echt im offenen Kanal. Ja, bei Peter Ehrlich muss ich ja nichts bezahlen. Nee, Jan, wie alt bist du? Hm? Wie alt bist 15. Du? 15. Ja. Dann kannst du ja zur Aftershow-Party nicht kommen, wa? Nee, das ist scheiße. Aber ich kann ja heute Peter Ehrlich 24... Aber du kannst mich, wenn du 15 bist, in deine Hauptschule ruhig einladen. Ja? Okay, dann komm mal. Da würde ich Autogrammstunden schon mal Jani geben wollen. Das ist cool, dann komm mal zu uns. Bist du Hauptschüler oder bist du Realschüler? Realschüler. Realschüler? Ja. Hat das für die Hauptschule nicht gereicht? Nee. Bist du dazu schlau? Ja. Was hast du in Englisch? 5. Eine 5? Ja. Eine gute 5 oder eine schlechte 5? Eine 5 plus. Bist du stolz? Ja. Auf eine 5? Ja, das. Was sagt dir Papa dazu? Der schlägt mich. Der schlägt dich? Ja. Ins Gesicht oder in die Nieren? In die Nieren. Das ist ein schlauer Papa, weil da sieht man es nicht. Ja? Ja, ich finde, also es gibt ja auch Väter, die schlagen Kinder tot, deswegen kommst du mit deinen Nierenschlägen unheimlich korrekt weg. Ja? Findest du nicht? Doch, das ist schon... Du kriegst Nierenschläger, schreibst 5 in der Englischarbeit und musst zur Kirche nicht gehen. In der Arbeit, auch ein Zeugnis. In der was Arbeit, ist denn für ein scheiß Leben, was du dafür hast? Hm? Was ist denn für ein scheiß Leben, was du dafür hast? Ja, das ist echt scheiße. Was willst du denn mal werden? Hm? Lagerarbeiter? Nee, Tischler. Tischler? Ja. Wo, meinst auch, wo gehobelt wird, da fallen Späne, wa? Ja. Und was machst du denn mit dem Tischler? Ach, da mit dem Tischler mache ich nichts. Der soll mir das dann zeigen, was ich da so mache. Wisst ihr, was mein Sohn neulich zu mir gesagt hat? Nee. Irgendwie denke ich, Papa, du stirbst als Erster. Ja, ist wohl so. Ja, der hat mir ganz schön enttäuscht. Ja. Da holen wir den aus dem Katalog, bestellen den und dann sagt er so eine Sachen. Das ist echt nicht nett. Jan! Ja. Warum hast du denn überhaupt angerufen, Jan? Weil ich mit dir reden wollte. Haben wir das jetzt lange gemacht? Ja. Willst du noch mehr sagen? Nö. Sagst du Wiedersehen oder soll ich sagen, verpiss dich? Sag mal, verpiss dich. Auf Wiedersehen. Soll mir keiner sagen, dass ich nicht auch nett zu Menschen reden kann. Obwohl,
Mensch. Satire ist alles satiriert. Die gesamte Sendung ist eine Satire-Sendung. Es gibt da natürlich Ein- und Aus- und Abfälle, die man nicht mehr als Satire, sondern einfach als durchgedreht nehmen kann. Hallo? Ich brauche jetzt mal wieder einen Anrufer. Wenn ich keinen Anrufer kriege, dann gehe ich. Kacken. Kacken war ich noch nicht. 10 Stunden Fernsehen ohne Kacken. Das hält noch nicht mal Margarete Schreinemakers mit ihrem Blähbauch aus. Das ist deutsches Fernsehen, wie es mir gefällt. Platsch macht es und eine Frühgeburt, nicht Fehlgeburt. Was ist los hier? Partyfaxe. Wow, was ist das hier? Werbung, Sozialhilfe? Ja, hier ist Tobias. Hallo? Hi. Ja, ich höre dir zu. Nur noch 14 Stunden, ja, Steff, stimmt. Und hier ist ein Partyfax. Clever gemacht, Partyfaxe. 10.45 Uhr, viel Spaß noch, halte durch. Denn jetzt hallo, ist der dritte Fax schon. Hallo? Du da? Ja, hallo Peter. Hey, wie geht's dir? Jo, gut. Wie lange bist du jetzt dabei? Oh, ich bin schon seit 3 Stunden total am Abkacken hier. Wie? Wenn ich dich sehe, muss ich doch total abkacken. Ehrlich? Jo. Aber guck mal, in den 3 Stunden kannst du keine kriminellen Handlungen begehen. Das ist doch auch schon mal wieder was. Da hat sich doch die Hamburger Menschheit von Einbrecher wahrscheinlich bewahrt. Ach, du bist doch der Nasseste aus Hamburg überhaupt. Du bist doch der Nassburger. Was bin ich? Der Nassburger. Du hast einen Sprachfehler, sagst immer eins, zweimal. Ach, du bist doch debil. Oh. Warum denn so ein Hass jetzt? Wieso so ein Hass? Du bist der Debilste überhaupt. Aber immerhin, besser debil als wie du impotent. Ach, du siehst doch so scheiße aus, das weißt du doch gar nicht. Ich fühle mich scheiße. Na und? Das bringt eine Menge Geld. Oh, du bist doch durch. Du bist doch heute wieder auf Drogen, ich sehe das doch wieder. Ja, aber voll, du, volle Kanne. Komm mal hier, Schussleiste. Immer voll die Schussleiste für ihn. Hau dir noch einen rein und geh von der Platte runter, du Spacken. Oh, 3 Kameras um mir rum. Das macht mir ganz nervös. Oh, Bedrohung. Angst. Fressen Seelen auf. Ah! Ich kann mal die Faxe hier wieder wegpacken. Ist ja nun nicht sehr toll, was ihr da hier so rüberschickt. Eure Partyfaxe. Könnt ihr jetzt natürlich mal dir das Gesicht zerschneiden hier. So, guck mal hier mit dem. Macht das denn und dann voll die Kanne hier. Dann siehst du aus wie pierced. Hallo? Ja? Findest du auch mich kacke und debil? Hörst du das im Hintergrund? Was ist denn das? Kannst du mal ein bisschen lauter machen? Ist es schon wieder 12 Uhr und wir müssen die Nationalhymne singen? Das ist nicht 12 Uhr, das ist dein Begräbnis. Oh, du machst mich tot? Ja, besser ist es auch. Warum machst du das? Warum schaltest du nicht einfach um und lässt mich leben? Wieso soll man dich leben lassen? Weil keine Sau dich zum Beispiel zwingt, diese Sendung dir anzugucken. Oder? Ja, du bist nämlich als Mensch zu dämlich und als Schwein hast du zu kleine Ohren. Ich habe zu kleine Ohren. Und deshalb bin ich nicht lebensfähig, nur weil ich zu kleine Ohren habe. Ja. Dafür habe ich aber zum Beispiel die Mächte, was auf Garantie übermächtig ist. Ja. Soll ich dir mal zeigen? Ne? Hätte ich heute Nacht machen müssen. Jetzt ist natürlich Tag und du bist weg. Ist er weg? Nee. Christian! Weg! Och, das ist schön. Ja, den will ich. Wenn er sich nicht nett anhört, will ich ihn. Ja, ich kann nur blöde Leute brauchen. Ey, du hörst dich nicht nett an. Was denn? Der Christian sagt, du hörst dich nicht nett an. Ja, das muss ein Irrtum sein. Also was denn? Was? Das ist ein Irrtum. Du bist netter. Denke ich. Ja, dann mach mal lauter. Ja, ich habe ein Gedicht für dich, das wollte ich dir schon vor 3 Monaten erzählen. Ein Gedicht? Ja. Wie viele Verse hat denn dein Gedicht? Nee, es hat keine Fragen. Alle nachfolgenden Sendungen verschieben sich um wahrscheinlich 2 bis 3 Stunden. Möchtest du das hören oder nicht? Ja, natürlich, das geht doch jetzt extra hier rüber. Soll ich dazu nicht Musik machen zu deinem Gedicht? Nee, das passt nicht dazu. Okay, dann sag mal dein Gedicht. Das ist sehr sentimental. Es ist jetzt im Krüppelheim und der Peter jetzt auf einem Bein. Und wenn der Peter keine Beine hat, dann jatzt er sich im Sitzen ihn ab. Kennst du Hamburg 1? Hausmeister Rudi?
Ich entschuldige mich bei dir. Entschuldigung. Gesagt, du hast voll recht gehabt, der war blöd und dumm und ein Arsch und ein Kacker. Was? Tobi! Bist du Tobi? Jawohl. Und der Bo oder das Bo? Nein, das Bo. Grüß dich, Peter. Hey. Was los? Geht's dir gut? Ja, mir geht's noch hervorragend. Ich hab nur noch 14 Stunden vor mir. Aber was das geil ist? Nee. Das erste Mal im Leben, dass ich mit einem richtigen, echten Fernsehstar reden darf. Nee, das läuft runter wie Öl. Du, ich muss schon sagen, da gibt es auch noch andere Sender mit anderen Fernsehstars. Ja, aber du bist der einzige im offenen Kanal. Nee, das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Also hier gibt es das Krollo-Show, das ist auch ganz gut. Und dann gibt es jetzt der Christian Ulm, der hat da früher ja tolle Sendungen hier gemacht. Und dann gibt es ja meine Tochter, die kommt jetzt auch, die ist 14, die kann jetzt auch senden. Die ist 14? 14, ja. Hat die schon Macker? Ehe jetzt versaut wird, schmeiß ich dich raus. Ah. Ja, ja. Oh. Peter Ehrlich Show, bei euch im Radio. Nee, jetzt sag ich was verwechselt, wa? Oh ja. Wir werden das Gespräch deinen 11 Jahren jetzt anpassen, okay? Ich bin kein Mädchen, ich bin ein Junge. Aber wir bist 11. Ja. Also werden wir uns jetzt versuchen, ganz vernünftig mal zu unterhalten. Einfach okay. Mal zeigen, Peter kann das auch, okay? Okay. Okay, dann gehen wir rüber. Was kann ich für dich tun? Ja, ich habe eine Frage. Zwei. Okay, zwei. Okay, dann frag. Glaubst du an mein Leben nach dem Tod? Ja, ich glaube daran. Ich glaube auch, dass ich schon 246 Mal auf dieser Erde war und nur noch 366 Mal das machen muss, ehe ich mein Karma abgebaut habe. Das liegt aber auch daran, dass meine Aura, die um mich herum ist, leicht ein bisschen gestört ist, was man aber durch Reinkarnationstherapie voll wegkriegen kann. Aha. Hat dir die Frage jetzt ausreichend beantwortet? Ja. Und du hast noch eine zweite Frage? Ja, also, wo kann man dich denn jetzt treffen? Also, wo ist denn dein Studio? Mein Studio? Ja. Wir senden jetzt im Augenblick live aus Berlin. Aus Berlin? Und wenn du dich jetzt noch in den Zug setzt, dann schaffst du das garantiert noch hier, ja. Aha. Ich komme. Okay, dann komme ich. Du kommst? Ja. Und von wo nimmst du das ganze Geld für dein Kommen? Ich hab eine Bank auf. Aber heute ist doch Sonntag. Das macht ja nichts. Das merkt doch keiner. Naja. Und wie lange guckst du schon? Ich? Ja. Oh, fast die ganze. Und wo sind deine Eltern? Meine Mutter guckt mit. Wie alt bist du? 11. Und wie heißt du? Christoph. Christoph alleine zu Hause? Ja. Und deine Mutter ist auch da? Ja. Wie alt ist die denn? Wenn du 11 bist, dann ist sie wahrscheinlich erstmal knapp 28, oder? Nein. Älter? Fast das Doppelte. Bist du auf dem Katalog? Nein. Gib mir mal deine Mutter. Okay. Oh, jetzt guten Morgen, Peter. Guten Morgen. Ich mag dich so gerne. Du magst mich gerne? Ja, und ich warte immer jeden Mittwoch, dass ich dich zuhöre. Und denn heute ist Sonntag. Warum guckst du denn heute? Ja, weil ich 24 Stunden durch. Ah ja, und was machst du am Dienstag? Gar nichts, arbeiten. Komm noch ins Molotow und bring deinen Sohn mit, Christoph. Ja, darf der mit 11 Jahren rein? Was? Darf der mit 11 Jahre rein? Natürlich darf der zu mir in die Peter Ehrlich Show reden. Ja, und wo ist denn das ganz genau? Molotow, das Reeperbahn. Neben dem Ketz, wo Ketz läuft. In dem Operettenhaus. Ah, jetzt weiß ich. Und welche Uhrzeit sollen wir kommen? Um 21 Uhr. Oh, ist das nicht zu spät für meinen Sohn? Ach, dann schreibst du dir Entschuldigung, muss am Mittwoch nicht zur Schule. Ja, ab nächste Woche nicht, weil es Ferien. Ja, eben. Und vor allen Dingen, damit das Kind auch mal einen Fernsehstar sieht. Ja, also wir machen dich sehr gerne. Ich mag dich auch irgendwie, Janne. Das ist aber toll. Guck mal, da ist das jetzt wieder eingeblendet. Wer? Da, kannst du lesen? Ich, Molotow, ja, Reeperbahn, jawohl. Du bist total cool. Ey, du warst das Angenehmste, was ich in den letzten 4 Stunden gesprochen habe. Und das meine ich jetzt mal Hand aufs Herz, wirklich ernst. Das freue mich sehr. Gut. Guckst du noch weiter? Selbstverständlich. 14 Stunden noch? Selbstverständlich. Dann ruf nachher nochmal an. Selbstverständlich, danke. Es ist ja 10 Uhr und die Kirche geht gleich los. Jawohl. Es war toll. Genau, bye bye. Bye bye. Mann, das geht auch nett. Hätte ich nie gedacht. Hast du gedacht, das sind auch nett geht? Ey! Hallo. Wie ist denn 1 Uhr, solltest du mir schenken, ja? Wenn ich